Und da sage ich wieder herzlich willkommen zurück zu Reforged Eden. Nachdem ich einmal schon erfolgreich war, hoffe ich, dass ich das jetzt nochmal schaffe. Hier ist das Erestrum-Erzlager. Zwei Drohnen nur darüber. Da hängen noch zwei Drohnen und leider ein Level 5. Es wird also nochmal interessant. Denke ich. Hoffe ich. Glaub schon. Also. Sind wir parat, liebe Mücke? Ich würde sie gerne noch ein wenig leer machen. Treibstoff. Okay, voll. Da unten ist es Erz. Komme ich daran, ohne dass der mich fertig macht? Ich bleib mal auf der Höhe und schieß mal von oben drauf. Weil für mehr reichen meine Waffen ja noch nicht. Ach ja. Geht schon los. Erstmal sagen auf die Mitte. Gucken, ob ich die Schilde runterkriege. Es wundert mich, dass er nicht auf mich schießt, aber dagegen habe ich jetzt auch nichts. Ich würde halt auch gerne mal alle Waffen auf einen Schlag abschießen. Na komm schon. Noch sieht's ja gemütlich aus. Sollte das so einfach sein, dass der keine Reichweite hat? So, die Drohnen sind ausgeschaltet. So, jetzt fängt es an weh zu tun. Komm schon.
Also er macht mehr Aua, aber er hat nicht die Reichweite. Hey, reicht jetzt. Ist gut jetzt. Aus. Hör auf. Komm schon. Ich schieße jetzt nur auf die Raketen, ist mir jetzt auch egal. Das war das erste Geschütz. Der wehrt sich nicht mehr, ne? Gut, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn der jetzt auch um ist. Ist klar, dass wir jetzt Feuerregen haben, oder? Da ist ein Spawner, den will ich noch weg haben. Meins. Mal anklopfen. Bescheid sagen, dass ich nicht reinkomme. So, jetzt wird's warm. Du hast einmal getroffen. Glaube ich das denn? Geht doch. Oh, Loot-Container, blau. Shit, was war das?
Egal, ich muss da erstmal rein. Autsch. Wie, ich kann nicht nachladen. Mist. Ein bisschen wenig Munition, kann das? Doch. Da springt er mir einfach in die Arme. Entschuldigung. Wie gesagt, das ist der Kampfschrei aus der Gegend, wo ich herkomme. Alter. Was hat denn der für eine Gun Depression? Geht mir jetzt auch die Munition aus. Oh, bin ich heute gut. Da bin ich nicht stolz drauf, auf die Leistung. Bin ich froh, dass die so dumm sind. Was hält der denn aus? Meins. Okay. Nein, 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 nein. Mach auf die Tür. Auf die falsche Seite. Mach auf! Das Drecksding. Entschuldigung. So. Da war noch was zum Looten, ne? Der knurrt mich jetzt hier an.
Wollte ich mich heilen, ja, ne? So, das war's hier draußen. Ach so, das war der. Schade. Nö. Das war's. Gut, das war ja auch nicht das Hauptziel, sondern das Hauptziel ist hier. Diesmal direkt am Anfang ein größeres Loch. Zarkosium. Ich habe immer Zarkosium gesagt, ne? Kann das sein, dass ich... Moment mal kurz. Schön, dass ich hier gerade noch ins Zarkosium reinbeiße, aber eigentlich, dass der Rest drum haben wollte. Ja. Ich bin schon ein bisschen verpeilt. Ist das was Neues? Nö. So, und hier könnte ich jetzt so eine Probe draufstellen, dass die abbaut. Aber wie gesagt, mein Problem ist halt, wann komme ich hierhin zurück? Und zweite Frage, ballern die Zirax mir das Teil weg? Gut, ist jetzt meins. Angeleckt, meins. Und jetzt zum Eigentlichen. Einen etwas größeren Ausgang.
Und rein da. Kleines bisschen noch. Ja, da ist es. Da ist es, da ist es, da ist es. Yes. Das ist sogar sehr klein. Oh, verdammt. Das andere war nur klein, ne? Da war noch eins. Immerhin 150. Und gratis in der Höhle stecken geblieben. Da kommt... Ach, geh doch spielen. Ich muss weg. Der schießt auf mich dahin. Dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Listiges Täuschungsmanöver. Was fliegen denn da noch für Raketen rum? Ey. Wo kommen die denn her? Jetzt wird es Zeit zu landen. Schubdüsen bitte aus. Und schleunigst da rein. Was war denn das? Was mich da so böse angeguckt hat. Vor allem, wo kommen die ganzen Raketen her? Egal. Erstmal Fersengeld. Weg hier. Kurs. Nach Hause. Jetzt. Keine Fragen. Hose voll für 3,50 Mark. Wenn die Zirak so viel Gutes widerfährt, das ist schon einen Arschtritt uralt wert. Marker. Und ab dafür. Janus-Modul, du kannst bald fliegen, wenn ich denke noch genug Gold habe. Oh mein Gott, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Auf dem Planeten war auch Gold, oder? Fliege ich jetzt noch den Umweg über die... Eigentlich schon, ne?
Wo ist nächste Station hin? Ich fliege genau in die falsche Richtung, ne? Boah, ich bin so lost. Das kann doch nicht sein. Alloy. Moon. Abandoned Outpost. So, rechts von mir. Also grob diese Richtung. Richtig? Genau. Nur Ewigkeiten weg. Ist das da oben? Ein kleiner Zoom wäre nicht schlecht. Ein optischer Vierfach-Zoom oder so. Zuschaltbar. Die ist dann doch tiefer. Wenn ich jemals da ankomme, hole ich euch wieder da zurück. Bis gleich. So. Ewigkeiten später, 20 Kilometer weiter, gefühlte 30 oder 40. Hier ist die Station. Dass ich das noch erleben darf. Kennex Station 2. Zeigt mir, wo der Eingang ist, dann kann ich auch andocken. So, hier wäre nett, ne? Wenn es Rums macht, noch einen Meter, hat mein Fahrlehrer mal gesagt. Und ich brauche jetzt das alles nicht. Das brauche ich schon nochmal. Frachtbox. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das auch nicht. Starhawk-Pistole? What the heck ist eine Starhawk-Pistole? 50er Kaliber? Well, let's give it a try. Probieren wir das mal aus. Was man hier nicht alles findet. Das ist schon cool. Ja. Zurück zum... Ach, Moment, ich suche ein falsches Schiff. Undelivered Cargo. Zwei Stück. Nachtsichtgeräte, die ich von mir nicht benutzt werden. Und das wandert jetzt wie gewohnt. Einmal darüber. Hatte ich noch irgendwo eine Geldkarte rumfliegen? Nein. Nein. Ja. Die könnte ich nämlich auch mal einzahlen. Tag. Ist das okay mit dir? Wie viel habe ich jetzt auf dem Bankkonto? 294.000? Oh. Du willst die gar nicht verkaufen, ne? Schade. Oh.
Jetzt geht das los. Also ich weiß, dass ich unten mehr Chancen habe. Hier, da ist so ein Kern. 17 Riesen. 32, wenn ich ihn kaufen möchte. Große. Ach du, Grundgütiger. Selbst die Stromspulen sind eckig teuer. Systemkits. Meins? Über den Rest mache ich mir später Kopfschmerzen. Achtundsechzigtausend. Was man nicht hat, das vermisst man auch nicht, oder? Kaufst du noch was von dem Mist, den ich dabei habe? Ja, will ich ja nicht verkaufen, mache ich ja selber. Nö. Oh, wer bist du denn? Hallo. Wenigstens ein bisschen. Das war's. Das sind fortgeschrittene Multiwerkzeuge, deshalb willst du die nicht. Kampfflinte ist auch die fortgeschrittene. Kettensäge hättest du eh nicht gekriegt. Möchtest du nicht ein paar Nachtsichtgeräte? Nachtsicht? So für im Dunkeln besser gucken? Ne? Gut. Also, hier ist nur der Hangarbereich. Dann kann ich die Pakete wahrscheinlich eine Etage höher abgeben. Oh, Moment. Freebie nehme ich immer gerne. So. Also, da waren wir. Da noch nicht. Doch, da kommen wir rein. Ist noch einen höher? Was kaufst du? Bist du nicht? Zocken habe ich jetzt auch keine Lust zu. Ist hier draußen einer? Oh Leute. Wo kann ich Ihnen das Undelivered Cargo zurückgeben? Das war doch unten. Das ist ein Geldautomat. Lasergewehrzelle. Nö. Plasma Blaster. Aber meinen schweren Schutzanzug könnte ich bei ihm loswerden beim nächsten Mal. Nichts. Außer die Minigun, die ich nicht mag.
Okay, ist ja gut, ist ja gut. Ist man nicht direkt so anranzen. Das ist die gleiche Sackgasse, wo ich das letzte Mal drin schon drin hing. Bringt nichts. Das sind nur Wohnebenen. Den hier. Und hier. Und Kopfschmerzen. Nochmal. Hier, wo der Typ stand, war doch rechts davon oder links. Rados. 100 Repartitionspunkte mit den Sirats. Eine Kugel und das ist erledigt. Aber Polaris. 100 Punkte. Return to Main Menü. Klopp auf. Dankeschön. Jetzt zurück nach Haus. Wo ist mein Auto? Wo ist mein Schiff? So, ich bin da unten reingekommen. Fünf Kilometer. Pure Aufregung, der Flug dahin. Weckt mich, wenn ich da bin. Nein, es ist ja alles in Ordnung. Kann ich mitleben. Oh, was bist du denn? Doch noch was? Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Long- und Short-Range? Also wenn man das Radar hat, dann habe ich gelesen, der eine Klick ist dafür, der andere Klick ist dafür, aber beim normalen Radar macht das keinen Unterschied, ne? Mining Facility. Gold. Rieche Gold. Das da. Oh, ich bin unbewaffnet, gerade sehe ich. Und ich hätte den schweren Schutzanzug dabei gehabt. Rrr, langsam. Langsam. Sachte. Und jetzt Vollgas. Ist praktisch bei dem Schiff. Kannst eigentlich ohne Jetpack so rüberhüpfen. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund.
Dein Ernst? Komm, wir gehen. Ist mir die Sache nicht wert. Da stehe ich drüber. Der verdammte Drecksack kein Gold hat. Sich die ganze Zeit hier versteckt und ich reiß mir den Allerwertesten auf, um an ein bisschen Erestrum Zarkosium zu kommen. Gut, wir sehen uns in 18 Kilometer. Commander Stuhl übernimmt für mich. Bis nachher. Spaß. Würde ich doch nie machen. So, und da sind wir auf dem Landflug. Eintritt in die Atmosphäre. Und in einem ganz flachen, sachten Winkel. So, Schubdüsen aus. Ja, ich weiß, du hast keine Munition. Hör auf zu jammern. Als erstes möchte ich mich gerne wieder mit meinen Waffen versorgen. Dann fühle ich mich schon mal etwas besser. Und es war auch noch irgendwo das Multitool. Irgendeins. Habe ich jetzt noch eine Geldkarte? Egal. Die 1. Storage in. Das ist der erste. Kühlschrank, Kühlschrank in, geht das rein. Waffenlager. Geht erstmal das rein. Und das. Dann die Mücke. Hat auch ein bisschen was dabei. Dekon in. Geht das dahin? Dann hätten wir noch den Kühlschrank in dem Angebot. Einmal den und einmal den. Der geht da auch noch rein. Dann Medi. So, das war davon. Haben wir hier noch was an Medis? Medics. Will ich sagen, mir brennen langsam die Augen, aber. Ach, die Alien-Organismen, die will ich ja auch irgendwann mal verkaufen, ne? Ich tu die mal da unten rein, vielleicht sehe ich sie da eher.
ich noch was? Nö, ne? So, auch Medizin, aber die Waffenkiste kann ich noch füllen. Die Waffenkiste von der 1 noch. Und Player. Weil das ist ja das. Die behalte ich. Das kann darüber. Das kann darüber. Minigun habe ich keine dabei. Dafür brauche ich aber in der Dingens die Container Controller Munition. Dann brauche ich für mich das da. Muss dringend herstellen 30er Kugeln. Und ich muss herstellen die 15 mm und die Gewehrpatronen. Ja. Das kann man noch mitnehmen. Schon ist jetzt ja leer. Also leer. Jetpack fahre ich an. Home sweet home. Das kommt auch noch in den Eingang. Und das geht. Hör auf zu schießen, es nervt. Wenigstens hier mal Ruhe haben. Dankeschön. Habe ich gesagt, Medi. Damit ist doch schon mal ansatzweise aufgeräumt. So, jetzt. Ich brauche CPU-Erweiterung. Für die große. T3. Das mal als allererstes. Dann hätte ich eigentlich gerne noch 5 Bohrer. 5 Bohrer sind 250 Zirkosium-Legierungen. Zirkosium und 250. Da kommt doch mehr raus. Moment. Testen. Also, für den brauche ich jetzt 5 und 5. Nö, einer. Und wenn ich jetzt 50 Stück davon herstelle, brauche ich 50 und 50 Barren, so wie das gerade aussieht, oder? Weil nimmt ihr immer nur einen Barren. Du sollst jetzt mal bitte den Input produzieren, weil ich brauche das Zeug da gleich wieder. Danke. Ich will ja nicht, dass es voll eskaliert. Oh, 7 große Brücken. Und da wird das schwierig. ...45... Gut, mach du mal weiter. Du produzierst gar nichts, weil du kannst nichts. Okay. Oh, ganz wichtig. Hände waschen und Belohnung, wenn man nach Hause kommt. Und wenn man ein bisschen umsortiert, die Belohnung, dass man das Zeug direkt in den Schrank schmeißen kann. Der innere Monk in mir schreit gerade Alarm! Habt ihr es gesehen? Da. Den Rest ignoriere ich.
Und ich hätte jetzt gerne Kühlschrank in und du gehst nach Kühlschrank out. Zu essen habe ich genug. Woran es mir wieder fehlen wird, ist das da, ist das da. Und den Rest schauen wir dann mal. Reicht die Leistung von den Generatoren? Nächste Frage. 2%. Wenn das Ding fliegt, wie sind die Schubdüsen eigentlich an? Ja, keiner weiß es. Und der Deconstructor ist garantiert aus, oder? Natürlich, weil sonst würde er ja schon arbeiten. Fangen wir mal hier mit an. Da ist nichts. Die zwei. Wow. Wow. Einfach nur wow. Sind wir bald soweit? Sieben große Brücken. Und fang jetzt nicht irgendeiner an zu singen, über sieben Brücken musst du gehen. Wie viel hast du jetzt hergestellt? 220 und auf der anderen Seite wird er gerade abgezogen. Die kann er jetzt auch mal herstellen. Goldbarren 6, 5 für eine Brücke und ich habe nur 50. Das sind 10 Stück höchstens. Aua. Sechsundfünfzig große Brücken. Ist 56 mal 5. Das ist ungefähr so wie 26 mal 10. Das heißt, alleine 260 alleine an Gold für die Brücken, wenn ich das jetzt mal grob über den Daumen in meiner verwirrten Rechenart hingekriegt habe. Ja. Komm, ich möchte noch gerne das Ding fertig kriegen. Und wie kriegen wir das fertig? Er ist fertig. Und schon kein Erestro mehr. Ja, moin. Ist das denn dein Ernst? Zirkosiumbarren ohne Ende. 250 Legierungen. Okay. Aber 0 Erestro, nur 4. Pellets habe ich jetzt auch erstmal genug. Stahl habe ich auch. Na gut, habe ich eigentlich nie genug. Was ist das noch? Kobalt? Komm, mach mir gerade mal Barren, dass ich da ein bisschen Übersicht habe. Dankeschön. Du produzierst auch weiter in den In und du in den Out. Und hier wäre jetzt der da und gegebenenfalls der da. Wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann mache ich das, was ich immer mache. Nee, ne?
Seht ihr das, was ich sehe? Seht ihr das, was ich sehe? Fang an zu zerlegen. Mach. So. Wenn ich den jetzt damit linke und mir gemerkt hätte, verdammt. Also, Satium, Legierung, Fluxspulen. Ach so, große Stromspulen, die muss ich ja herstellen. Acht große Stromspulen. Halt. Drei. Fünf, sieben, acht. Richtig. Das ist zu schnell. Kommt mein kleines Hirn nicht mehr hinterher. Ach. Ist doch logisch, warum ich da nicht hinterherkomme. So. Nochmal. Satiumplatten. Acht große Matrixen. Zirkosiumlegierung. Stromspulen. Was noch? Sorry. Vier große Matrixen. Wieso kann ich das nicht herstellen? Ach. Ist das der Grund dafür? Ja, das ist der Grund dafür. Ich muss es erst drin liegen lassen, ja? So fertig? Nein. Gut, dann mache ich das mal fertig und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.